Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und auf meinem Kanal gibt es ganz viele Näh- und DIY-Anleitungen. Wenn du neu hier bist, abonniere doch den Kanal und drück auf die kleine Glocke. Dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. Vor langer, langer, langer Zeit habe ich mal ein Video gemacht, wie man Labels selber machen kann. Das war so die MacGyver Low Budget Einsteiger-Variante für den Anfang. Heute zeige ich euch, wie ihr professionelle Labels machen könnt, welche Möglichkeiten ihr damit habt und wie ihr sie annäht. Das Video heute passiert in Kooperation mit Wunderlabel. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich habe einen Rabattcode für euch und es gibt eine Verlosung. Seitdem mein kleiner Sohn auf der Welt ist und eigentlich auch schon ein bisschen vorher, nähe ich ja super gerne Klamotten, Babyklamotten. Vorher habe ich ja kaum Klamotten genäht. Und ich habe noch im Krankenhaus drüber nachgedacht, wie cool wäre es, so ein eigenes kleines, also wirklich ein ganz kleines Etikett zu haben mit der Eule aus meinem Logo drauf, um halt nochmal zu zeigen, dass die Sachen, die er trägt, selbst gemacht sind, um meine Unikate noch individueller zu machen und das nach außen zu tragen. Und witzigerweise kam wirklich wenige Tage später Wunderlabel auf mich zu und fragte, ob ich nicht Lust auf eine Kooperation habe und dachte ich, Mensch, das passt doch wie die Faust aufs Auge und deswegen stelle ich euch das heute vor. Bei Wunderlabel könnt ihr eure eigenen Etiketten bestellen. Mit eurem Logo drauf oder einfach nur mit Text und Symbolen, die ihr vorgefertigt auf der Webseite finden könnt. Es gibt dabei ganz, ganz viele Arten von Etiketten und auch andere Produkte, die ihr individualisieren könnt. Echt super cool, um euren selbstgemachten Sachen nochmal euren Stempel aufzudrücken. Und vielleicht verkauft der eine oder andere von euch ja auch schon ein paar Sachen auf Märkten oder online. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mir bestellt habe und wie ich das gemacht habe. Ich habe mich hier für Webetiketten mit Logo entschieden. Das Coole ist, dass ihr hier auswählen könnt, wo die Falz von eurem Etikett sitzen könnt. Ihr könnt entweder ohne Falz wählen oder an den Seiten, oben, unten. Und ich wollte kleine Etiketten haben, die ich so an den Bündchen festmachen kann. Deswegen habe ich so ein umgeschlagenes Label genommen und oben und unten eine Falz. Eine sogenannte Buchdeckelfalz. So, und jetzt kommt was mega, mega Cooles. Ihr könnt nämlich selbst bestimmen, wie groß euer Etikett sein soll. Also ihr könnt die Maße wirklich selbst eingeben. Dabei ist wirklich alles möglich bis 10 x 10 cm. Das variiert dann natürlich auch immer ein bisschen mit dem Preis. Meine Label sollen wirklich ganz klein sein und quadratisch mit einer Seitenlänge von 1,5 cm. Da ich das Ganze hier umklappe, brauche ich dann eine Höhe von 3 cm. Dann habe ich mir eine Grafikdatei angelegt, die genau diese Größe hat, also 1,5 cm breit und 3 cm hoch. Weil mich immer so viele fragen, ich nutze Pixelmator als Programm, das kann aber jedes Grafikprogramm. Ich habe mir dann hier die Mitte markiert und mein Logo zweimal reingezogen. Und das ist jetzt der Clou bei mir oder der Trick, den ich hier angewendet habe. Ich habe das Logo zweimal übereinander gesetzt. So habe ich nämlich die Möglichkeit, das Etikett nachher von unten oder von oben an einem Bündchen anzunehmen, das entsprechend zu drehen. Und das Tolle ist natürlich auch bei gerade so Pumphosen, wenn ich das Ganze von oben aufsetze, annähe und das Bündchen umklappe, habe ich von der anderen Seite nachher auch eine Eule, die dann auch wieder richtig rum ist. So, und wenn ihr jetzt kein eigenes Label habt, ihr könnt in Wunderlabel auch mit Symbolen arbeiten. Da gibt es eine große Auswahl, das zeige ich euch nachher nochmal. Oder einfach mit Text, wenn euch jetzt das Thema Logo noch zu groß ist. Die Grafikdatei speichere ich mir und lade sie dann einfach bei Wunderlabel hoch. Als nächstes kann ich noch die Garnfarben auswählen und die Anzahl der Farben. Ich wollte das Ganze hier wirklich super schlicht haben und gar nicht so in meinem klassischen Weiß-Pink, sondern halt auch wirklich nur zwei Farben haben. Also mein Logo hat ja ein paar mehr Farben, da ist noch ein Schwarz mit drin und ein Grau. Und ich wollte einfach den Hintergrund grau haben und der gewebte Faden sollte dann so ein Beige sein. Und das sieht mega schick aus, finde ich. Die Label mit Ausnahme der Glitzer-Etiketten sind übrigens Ökotex Standard 100 Produktklasse 1 zertifiziert. Das heißt, sie sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und eben auch für Babysachen geeignet. Danach habe ich mir noch ein paar andere Produkte angeschaut und bestellt, wie zum Beispiel Etiketten aus Leder. Hier gibt es Etiketten aus Echtleder und die vegane Variante aus Kunstleder. Hier habe ich dann wirklich nur mit Text gearbeitet, das heißt einfach nur DIY-Eule geschrieben. Und da habt ihr dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, nur wirklich nur eine ganz kleine Stückzahl zu bestellen. Außerdem habe ich hier noch mit einem Rahmen gearbeitet und Löcher einstanzen lassen, sodass ich die Etiketten einfach annähen kann. Dann habe ich mir noch ein Produktmuster bestellt, um einfach eine Übersicht zu bekommen über die verschiedenen Etiketten, die es so gibt und wie die sich so anfühlen, weil natürlich Haptik auch immer ganz wichtig ist. Ich zeige euch mal, was hier so drin war. Es gibt Webetiketten mit Text und Symbol und hier sogar mit Glitzertext, bedruckte Etiketten mit Text und Symbol, Logo-Etiketten gewebt oder eben bedruckt. Dann gibt es Pflegeetiketten und Größenetiketten als Kombi,
gewebt oder gedruckt und eben Lederetiketten mit Text und Symbol. Ich habe mich wirklich mega gefreut, als die Sachen dann angekommen sind. Ich finde sie super, super schön geworden. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Anwendungsbeispiele, wo ich die angenäht habe und wie ich sie verwendet habe. Ich habe hier ein paar Leggings, das Schnittmuster verlinke ich euch hier mal unten. Und das Etikett kann ich zum Beispiel hier oben am Bündchen anbringen. Dafür lege ich das Etikett einfach mit der Falz um das Bündchen drumherum und nähe das Ganze mit einem Geradstich knappkantig an. Und wie gesagt, da das Logo ja auf beiden Seiten ist, kann ich das Ganze nachher auch umklappen und das Logo ist nachher immer noch wichtig. Bei zum Beispiel Pumphosen funktioniert das Ganze auch wunderbar. Am Fußbündchen sieht natürlich auch da sehr, sehr niedlich aus. Auch da habt ihr wieder den gleichen Effekt mit dem Umkrempeln. Dann zeige ich euch bei dieser Art von Etiketten, also mit dieser Falz, noch einen Trick. Und zwar habe ich hier noch einen Body, der noch nicht fertig genäht ist und werde das Etikett hier in der Seitennaht anbringen. Dafür klappe ich die Falz von meinem Logo einfach auf und lege das Ganze dann auf dem Body an die Seite an und das wird dann in meiner Nahtzugabe verschwinden. Und so ist das Etikett nachher in der Seite verarbeitet. Ihr habt quasi ein 2-in-1 Etikett bzw. sogar 3-in-1 bei oben, unten und Seite möglich. Die Lederetiketten eignen sich hier für größere Projekte wie zum Beispiel Taschen oder eben auch direkt als Statement. Nine von Delari hat neulich eine Hipster-Beanie rausgebracht, verlinke ich euch da das Video, das ist das Schnittmuster und hat auch vorne so große Statement-Logos drauf gehabt und ich dachte, das ist doch das perfekte Projekt dafür, um mein Logo aufzubringen, oder? Ich finde es mega, mega cool. Das Ganze ist aus einem Heavy-Rib-Bündchen und es ist unglaublich einfach und schnell genäht. Das Schnittmuster ist kostenlos und wie gesagt, die komplette Anleitung und alles findet ihr bei Nine. Und hier habe ich dann ganz einfach mein Logo vorne auf die Front aufgenäht und so habe ich eine richtig coole Unikatmütze. Wie gesagt, neben den Etiketten gibt es noch andere Produkte, wie zum Beispiel Hangtags, Festivalbändchen, Flaggenetiketten und ich habe mir hier noch Sticker bestellt, die mit meinem Logo bedruckt sind und Geschenkband. Bei dem Band konnte ich wieder Text und Symbol miteinander kombinieren. Ich habe hier reingeschrieben Handmade by DIY Eule und dahinter aus dem Symbol mir einen kleinen Knopf ausgesucht, den ich dahinter gesetzt habe und so ist dann das ganze Band damit verziert. So habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Produkte zu Weihnachten auch noch ganz individuell zu verpacken und hier schon vorher die Vorfreude anzustacheln, dass es um ein Produkt von mir geht. Und das Ganze funktioniert natürlich wunderbar zu Weihnachten, auch zum Beispiel die Hangtags. Da könnt ihr dann eure eigenen Geschenkanhänger machen mit euren eigenen Designs, finde ich auch eine mega coole Idee. Aber auch wenn ihr einen eigenen Shop habt, eignet sich das natürlich mega. Kleiner Funfact an der Seite, die Produkte von Wunderlabel sind übrigens alle zu mindestens 50% aus recyceltem Material und einige Produkte sind sogar 100% recycelt. Und auch die Verpackungen sind aus recyceltem Papier und sie versuchen Plastik zu vermeiden, wo es nur geht. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seht, das Ganze ist wirklich super, super einfach und schnell gemacht und ihr habt dann richtig, richtig coole Etiketten. Jetzt habe ich wie versprochen noch einen Rabattcode für euch und zwar mit dem Rabattcode DIYEULE15 bekommt ihr 15% Rabatt. Alle Infos zum Rabattcode, den Bedingungen und der Laufzeit findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und wie versprochen gibt es auch noch eine Verlosung und zwar verlose ich einen 50 Euro Gutschein für Wunderlabel und alles was ihr tun müsst, ist mir in die Kommentare zu schreiben, an welchen Werken ihr denn die Etiketten oder eben auch die anderen Produkte nutzen würdet. Zeit habt ihr wie immer 3 Tage und auch alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr wie immer in der Infobox. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder hier auf dem Kanal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Oder vielleicht sehen wir uns auch schon vorher nochmal. Es ist ja der 1. Dezember. Was ist denn da immer? Da muss ich jetzt mal nachschauen gehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis ganz bald. Tschüss.